Hallo und herzlich willkommen bei City Economy, dem Stadtservice Simulator, würde ich es jetzt mal nennen. Ich habe gerade ein Profil erstellt und jetzt warten, bis fertig geladen ist und anfängt. Und womit fangen wir an? Mit einem Männchen. Gratulation zu deinem ersten Tag als Inhaber eines Dienstleistungsunternehmens der Stadt. Der Bürgermeister, der Buchhalter und die Arbeiter werden dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Achte auf ihre Tipps im linken oberen Eck des Bildschirms. Es gibt eine Menge für dich zu tun in der Stadt, also mach dich am besten gleich an die Arbeit. Viel Glück. Hier wird man richtig unter Stress gesetzt hier. Was sind LKWs hier? Nehmen wir mal zu der Tante hier, gucken, was sie will. Die Tante ist übrigens ein Onkel. Hallo, willkommen in unserer Stadt und im Wohnbezirk. Ich bin Tom und arbeite für das Rathaus. Dieser Bezirk hat schon seit einer Weile keine anständigen Müllentsorgungsfirma mehr engagiert. Zum Glück bist du jetzt hier. Der erste Auftrag steht für dich bereit. Es gibt ein paar Müllcontainer zu leeren. Wäre das nicht was für dich? Komm nach getaner Arbeit zu mir zurück, um deine Belohnung abzuholen. Ja, dann nehmen wir einen Job mal an hier. Müllabholung. Da kriegen wir 15 Grinser für 250 XP und 2000 Euronen. Erstmal gucken, was hier Schönes. Willkommen bei Sekunden. Ja, guter Preis. Immobilienmarkt wartet auf dich. Fahrzeug, guten Preis. Bankkreditangebot für mich? Nein, die wollen wir alle nicht. Die löschen wir erstmal direkt. Ja, das mache ich nachher. Jetzt legen wir erstmal los hier. Wir müssen, welches Auto müssen wir nehmen? Den Orangenen. Ich muss dazugeben, das Spiel ist etwas performancelastig. Warum, weiß ich nicht. So, müssen wir denn hin? Ja, da unten leuchten ja die Mülltonnen, die wir brauchen. Ich würde sagen, wir fahren einfach links rum. Mit dem Verkehr, da schenken wir uns jetzt mal darauf zu achten, erstmal. Ja, ich werde nachher noch ein bisschen an der Grafik rumschrauben. Ich habe es mal ganz kurz angetestet. 5 Minuten, da lief es ganz gut, aber jetzt wo das Aufnahmeprogramm noch gestartet ist, ist es doch. Da, die haben sich verkeilt ineinander. Es ist doch relativ. Ach, hier da lang gemusst. Ist die Performance nicht mehr ganz so gut, wie ich es eigentlich dachte. Aber ich habe das auch irgendwo gelesen, dass die Performance von diesem Spiel unheimlich viel frisst, viel Performance frisst, das Spiel viel Performance frisst, sagen wir so rum. Aber naja, müssen wir durch. So, stellen wir uns mal hin. Machen wir mit P unser Blinklicht da an, gehört sich so und steigen aus. Fahre erst die Arme aus. Ja. Ausgefahren. Die ist ja übervoll, das kostet ja extra. Das ist ja Wahnsinn. So, ab geht's. Da rein, F. Und wieder draufdrücken. Eine sehr schöne Animation, wie die Mülltonne in das Fahrzeug entleert wird. Guck mal, ob es nur die eine Animation gibt oder verschiedene für verschiedene Animationen oder für verschiedene Mülltonnen. Wir lassen uns einmal überraschen. Das fahren wir ein Stück vor. Wie in Wirklichkeit. Da fahren die auch. So, jeder Mülltonne extra. Gut, aber in Wirklichkeit hat man ja hinten drauf seinen Mitarbeiter stehen, der einem ja die Tonnen entleert. Und der Fahrer sitzt und fährt und parkt und fährt und sorgt dafür, dass sie zu den Mülltonnen kommen und die
Jungs hinten, die auf dem Fußbrett hier stehen, die besorgen die Mülltonnen und entleeren sie. Aber hier macht man alles ganz alleine. Aber ich glaube, man kann hier auch manche Jobs seine Arbeit überlassen. Das testen wir aber beim nächsten Mal. Jetzt noch nicht. Jetzt machen wir erstmal hier fertig. So, fahr nicht so dicht auf, ich will rückwärts da rein. Ja, hör auf zu rufen. Ich bin ja schon weg. Na? Ja, ich bin mir jetzt schon überlegen, obwohl wir gerade angefangen haben zu spielen, was ich als nächstes wohl mir freischalten kann oder werde. Ob es Rasenmähermann ist, Gelber Engel oder was auch immer es noch gibt. Klempner gibt es noch. Oder Straßenkehrer. Ja, ich werde es überlegen, gucken, was als jetzt freischaltbar ist. Sag mal so rum. Ups, falsche Richtung. Aber erstmal müssen wir sehr wahrscheinlich ein paar Mülltonnen entleert haben, bevor wir was anderes machen können. Und damit haben wir gerade angefangen. So. Man kann auch gehen, ne? Wenn man die Zeit hat dafür, wenn man ein gemütlicher Arbeiter ist. Aber wenn man sobald eine Mülltonne in den Händen hat, kann man die Schrittgeschwindigkeit nicht mehr variieren. So, machen wir mal Beifahrerseite aus, ne? Nicht zum Verkehr hin. Die Animation scheint immer die gleiche zu sein. Das finde ich langweilig. Vielleicht kommt noch was anderes. Aufgabe erledigt. Da ist die Post. Gratulation, großartige Leistung. Die Stadt braucht ein Unternehmen wie deins, um zu gedeihen. Ja, sicher. Du hast folgende Aufgabe erfüllt: Müllabholung. Als Belohnung erhältst du 2000 Geld und 15 Einwohnerzufriedenheit und 250 EP. Ja, gut zu wissen, können wir es direkt löschen. Und dann werden wir zum Questgeber zurückfahren. Der leuchtet nämlich auf der Karte gelb und wir werden sagen: Pass mal auf, wie auch immer du heißt, wie auch immer dein Name war, wir sind fertig. Es braucht ganz schön. Die Bremsen sind etwas spät dran an diesem Fahrzeug hier. Das ist doch etwas gewöhnungsbedürftig. Ja, war klasse, den Auto hinter uns haben. So. Ab geht's. Passt schon. Ja, hör doch mal auf zu winken. Ich bin doch gleich da. Wir parken noch schön ein. Das Fahrerhaus wackelt aber auch. Die Fahrerkabine. Kerlekiste. Leicht gefedertes Teil. Und da. Komm, lass mal ein bisschen warten. Lass mal winken. Tafritz. Gute Arbeit, danke. Im Bezirk gibt es noch mehr Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Du kannst uns auch auf der Karte finden. Viel Glück. Okay. Auf der Karte. Schau mir mal auf die Karte. Ach, da ist der nächste Questgeber. Und hier unten ist keine Ahnung was. Werkstätten oder was sind. Ja, lass uns mal überraschen.
So. Ja, aber geile Sonnenbrille auf, Junge. So, ich gucke mir nochmal ein bisschen meine Schuhe an. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt City Economy, der Stadtservice Simulator. Und wir werden dann, ich vermute es jedenfalls, weiter Mülltonnen leeren. Aber ich bin schon gespannt, was da alles auf uns zukommt. Es gibt ja viele verschiedene Fahrzeuge. Es gibt den Abfalldienst, es gibt den Abschleppdienst, es gibt den Straßendienst, den Abwasserdienst und den Gartendienst. Und ich freue mich schon darauf. Ich bin gespannt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.